Ja, danke für die freundlichen Worte der Einladung. Was Fragen und Chat angeht, die Art, wie ich jetzt präsentiere, führt dazu, dass ich den Chat während dem Vortrag nicht sehe. Also wenn jemand ein ganz dringendes Bedürfnis hat, irgendwas loszuwerden, dann müsste man wahrscheinlich reinbrüllen, weil ich den Chat einfach gleich dann, wenn ich anfange zu präsentieren, leider nicht mehr sehe. So, jetzt will ich mal sehen, ob das hier hinhaut. Ich muss mich dann auch gleich in dreifacher Hinsicht entschuldigen. Also wer mich ein bisschen kennt, kennt das schon von mir. Ich trage immer sehr konservativ vor, deswegen habe mich dann auch passend gleich angezogen. Also ich lese meinen Vortrag vor. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz leicht zu folgen, aber so komme ich da mit dem Zeitbudget etwas besser hin. Und die zweite Entschuldigung ist, das wird man dann inhaltlich merken, das ist teilweise etwas mit der heißen Nadel gestrickt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind und dass ich was erzählen darf. Ich möchte etwas erzählen heute über das Digitale als Bildungsherausforderung. Das nehme ich sehr wörtlich. Das heißt, ich beginne mit einer kurzen begrifflichen Klärung, sage also ganz kurz, was ich unter Bildung und dem Digitalen eigentlich verstehen möchte. Dieses Digitale soll dann ja irgendwie die Bildung herausfordern. Im Hauptteil Herausforderung stecke ich dann das Feld digitale Bildung ab, indem ich mich kurz mit viereinhalb oder fünf verschiedenen Konzeptionen digitaler Bildung auseinandersetze, die man so, ja, je nach Sichtweise in dieses berüchtigte, berühmte 2016er Papier Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft, Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder seinen erweiterten Wiedergänger Digitalisierung gestalten, Doppelpunkt Umsetzungsstrategie der Bundesregierung, fünfte Auflage vom September 2020 herein oder herauslesen kann. Das herein oder herauslesen ist dabei nicht nur das, was ich jetzt persönlich da herein oder herauslese, sondern ich beziehe mich insbesondere auch auf offizielle Verlautbarungen von GDM und DMV und MNU so in verschiedenen Rekombinationen, die bei diesem Thema auch ungewohnt getrennt marschiert haben, zum Teil, wenn man mal diese militärische Metapher bemühen darf. Ich spitze die Überlegung dann zu, da lasse ich immer so den Aushilfslutheraner raus zu sieben Thesen, die sich im Feld dieser fünf Konzepte für Mathematikunterricht ja, herausbilden aus meiner Sicht. Bei der Bildung will ich mich ganz kurz fassen. Ich habe da vor 2 Jahren erst im Arbeitskreis schon mal über deren absoluten Kern spekuliert. So hoch will ich das heute gar nicht hängen. Für heute möchte ich Bildung einfach nur als pädagogische Kategorie von ja, zwei verwandten oder Grenzbegriffen jeweils durch ein charakteristisches Merkmal versuchen, etwas abzugrenzen, ohne dessen Vorliegen ich die Verwendung der Vokabel Bildung eigentlich für überflüssig oder eher Etikettenschwindel handeln halten würde. Ein gebräuchliches Einführungswerk in die Pädagogik hält zur Erziehung fest, der Begriff der Erziehung beschreibt Prozesse, die Personen, in der Regel Kinder oder Jugendliche, unter Anleitung anderer durchlaufen, um ihre intellektuellen, emotionalen, geistigen, sozialen und physischen Fähigkeiten zu entwickeln, was man Personalisation nennen könnte, und zu vollwertigen Mitgliedern der sozialkulturellen Gemeinschaft zu werden, der sie angehören, was man Sozialisation oder Enkulturation nennen könnte. Bei der Erziehung gibt es nach Volker Ladentin immer diese asymmetrische Dyade von Erzieherin und Zögling, Lehrperson und Schülerin, Eltern und Kindern und so weiter. Und der Begriff der Erziehung beschreibt genau die Prozesse, die von außen auf den zu Erziehenden wirken. Wenn es gut läuft, passiert dann etwas mit den Zöglingen, SchülerInnen oder Kindern, was man als Bildung bezeichnen könnte. Bildung bezeichnet also den in der Person ablaufenden Prozess des ja, sich Herausbildens eines Selbst- und Wertbewusstseins,
das auf die Außenwelt gerichtet ist und zeitlich überdauernd das Handeln der Person in unterschiedlichen Lebensbereichen beeinflussen soll. Man kann das auch formelhaft und bündig so versuchen zu sagen: Man kann den Menschen wohl auch gegen seinen Willen erziehen, aber bilden kann der Mensch sich nur selbst. Zweiteres setzt immer einen bewussten, in aller Regel wohl auch selbstreflexiven Prozess voraus. Oder man sagt es etwas blumiger, wieder wie Volker Ladentin, der die Beziehung zwischen Erziehung und Bildung durch die Leitfrage bestimmt sieht, ich zitiere, wie man jemanden durch äußere Einwirkungen dazu bestimmen kann, sich nicht durch äußere Einwirkungen bestimmen zu lassen. Bleiben wir noch kurz bei Ladentin, der Bildung hier im pädagogischen Sinne auch noch einmal von Lernen abgrenzt, indem er festhält, der Behaviorismus zum Beispiel fragt, wie man Verhalten ändern kann. Das ist aber nicht die Frage der Pädagogik. Ihre Frage lautet, wie kann man jemand auffordern, sein Handeln nach dem zu richten, was er als richtig und gut selbst eingesehen hat, ohne die Aufforderung bereits als Geltungsgrund anzusehen. Bildung setzt also eine einsichtsvolle Veränderung von Verhalten voraus. Wenn es erlaubt ist, nicht völlig mit der idealistischen Tradition des Bildungsbegriffs zu brechen, dann würde ich diesen Anspruch noch etwas verschärfen und führe hier den üblichen Kronzeugen an. Bei Wilhelm von Humboldt heißt es, dass für die allgemeine Bildung jede Kenntnis, jede Fertigkeit, die nicht durch vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe oder durch Erhebung zu einer allgemeingültigen Anschauung, wie die mathematische und ästhetische, die Denk- und Einbildungskraft und durch beide das Gemüt erhöht, tot und unfruchtbar sei. Für die reine Ausbildung müsse man sich, so Humboldt, sehr oft auf in ihren Gründen unverstandene Resultate beschränken, weil die Fertigkeit da sein muss und Zeit oder Talent zur Einsicht fehlt. Wobei Humboldt hinzufügt, dass es gerade die Hauptaufgabe der allgemeinen Bildung sei, spezielle berufliche Ausbildung so vorzubereiten, dass für möglichst wenige Gewerbe noch unverstandene und also nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrig bleibt. Bildung setzt also nicht nur voraus, dass man verstanden und akzeptiert hat, warum man sich verändern, sich einem Bild anformen soll, sondern setzt auch immer voraus, dass man die Verhaltensänderung selbst in ihren Konsequenzen absehen und verstehen kann. Mir scheint das ganz zentral. Zur Bildung gehört, dass man danach nicht nur etwas Neues kann oder sich irgendwie anders verhält, sondern dass irgendetwas mit der Person als solcher passiert ist, und das setzt notwendig voraus, dass man einen bewussten, selbstverantworteten, ja reflektierten Prozess durchlaufen hat. Verlassen wir diese idealistischen Höhen und kommen zu etwas völlig Schnödem. Was soll jetzt denn das Digitale sein, über das hier geredet wird? Ich mache das hier ziemlich pragmatisch. Alle Werkzeuge und Medien, die Elektronik verbrauchen, die Physiklehrer hören mal kurz weg, ich weiß, dass da nichts verbraucht wird, und so sie sich denn unmittelbar an sehende Menschen richten, in der Regel auf eine grafikfähige Anzeige angewiesen sind. So, da fehlen jetzt rein auditive Medien, da fehlen jetzt Screenreader für Blinde, die würde ich aber auch mit reinnehmen. Und es fehlt das gute alte Radio, und nicht grafikfähige Taschenrechner fallen bei der Definition vielleicht auch heraus. Aber sonst ist da so meines Erachtens eh alles dabei, was da auch hereingehört. Insbesondere, aber eben nicht nur, alle Formen von Computern im weitesten Sinne und auch deren Zusammenschluss zu irgendwelchen Netzwerken. Werkzeuge und Medien, ich schreibe hier beides hin und verwende das im Wesentlichen wie Heimann in Allgemeinbildung und Mathematikunterricht. Ein Werkzeug ist etwas, mit dem man eine bestimmte Tätigkeit leichter ausführen kann, als wenn man das Werkzeug nicht hätte. Das wäre sowas wie ein Hammer.
Mit dem ist es etwas leichter, Nägel einzuschlagen. Und ein Medium ist etwas, über das vorwiegend der Austausch von Informationen stattfindet. Da wären so analoge Archetypen ein Buch oder eine Zeitung. Das ist vielleicht keine ganz disjunkte Beschreibung, weil jedes Massenmedium ist ja zum Beispiel auch ein hervorragendes Propagandawerkzeug. Jetzt scheint mir noch eine Ergänzung wichtig. Bei Digitalem wird zunehmend auch an sowas wie smarte Werkzeuge gedacht, also so elektronische Geräte, die etwas ohne Zutun des Menschen leisten, bei dem man eigentlich gedacht hat, dass das ohne Mensch gar nicht gehen sollte. Maschinen also, die nicht einfach die Fähigkeiten des Menschen erweitern, sondern ihn auch ein Stück weit überflüssig machen. Also sowas wie Roboter oder intelligente Maschinen, intelligente Algorithmen im weitesten Sinne. All das will ich mal unter dem Digitalen verstehen. Digitalisierung bezeichnet dann zwei Dinge. Einerseits den Umstand, dass in der Gesellschaft oder in irgendeinem gesellschaftlichen Teilsystem, egal in welchem Maßstab, Mikro-, Meso-, Makroebene, sei es in einem einzelnen Betrieb oder gleichzeitig in allen Schulklassen in Deutschland und ganz Europa, die Bedeutung des so verstandenen wie oben Digitalen zunimmt. Also die zunehmende Bedeutung des Digitalen kann man als Digitalisierung bezeichnen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der hinzukommt, ist, der vielleicht entscheidender ist, dass es durch Digitalisierung zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen kommt. Man könnte hier zum Beispiel sagen, wenn es jetzt in einem Betrieb auf einmal einen Roboter gibt, der die Arbeitsschritte von 10 langjährigen Mitarbeiterinnen im Betrieb überflüssig macht, dann passiert in diesem Betrieb irgendetwas. Das ist ein Transformationsprozess. Wenn auf einmal alle Schülerinnen und Schüler ihre Lehrperson nicht mehr im selben Zimmer stehen haben, sondern getrennt durch zwei Bildschirmoberflächen miteinander kommunizieren, dann passiert etwas, da wird etwas transformiert. Und auch dieser Transformationsgedanke wird mit Digitalisierung meinem Eindruck nach mitgemeint. Der ist immer schon mitgemeint und der ist auch mitgemeint, unabhängig davon, ob so ein Transformationsprozess bewusst gestaltet wird oder bloß zum Beispiel aufgrund so einer Pandemie emergiert. Diesbezüglich möchte ich auch direkt festhalten, dass alle mir bekannten politischen Strategiepapiere zur Digitalisierung davon ausgehen, dass Digitalisierung in diesem Sinne alternativlos ist, sich jedenfalls gesamtgesellschaftlich gar nicht verhindern lässt, sondern dass es überhaupt nur um die Frage gehen kann, wie man sie bewusst gestaltet. Im Sinne von Roland Fischer wäre eine gestaltete Digitalisierung dann gewissermaßen automatisch so etwas wie ein gesellschaftlicher Bildungsprozess, was natürlich noch in keiner Weise klärt, was in der Schule oder im Mathematikunterricht dazu passieren soll. Und da gehen die Meinungen auch etwas durcheinander, ob und wie nämlich Schule auf Digitalisierung außerhalb von Schule und Unterricht durch bewusst gestaltete Digitalisierung von Schule und Unterricht reagieren soll. Fokussieren wir unseren Blick also ganz auf den Mathematikunterricht. Quelle meiner Überlegungen sind, wie gesagt, vor allem die deutschen bildungspolitischen Dokumente, Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft und Digitalisierung gestalten, Umsetzungsstrategie der Bundesregierung. Und dazu nehme ich dann noch vor allem zwei Stellungnahmen her, die als Reaktion auf den ersten Text, diese Bildungsoffensive, einerseits von der GDM und andererseits von der DMV in ungewohnter Zweisamkeit getrennt herausgegeben wurden. Ich ergänze das dann noch durch allgemeine Wahrnehmung zur Mathematikdidaktik, bei denen ich mich vielleicht nicht immer ganz sklavisch an einen Zitierzwang gebunden fühle und wo dann der Einspruch deshalb ja auch besonders leicht sein sollte. Insgesamt würde ich die digitale Bildung derzeit mit Blick auf Mathematik und Mathematikunterricht im Wesentlichen in 5 Idealtypen repräsentiert sehen, die jetzt in eher unterschiedlichem Ausmaß mit dieser politischen Agenda konform gehen. Erstens eine ganz pragmatische digitale Grundbildung.
vielleicht vergleichbar mit der mathematischen Grundbildung, wie sie PISA anstrebt oder anzustreben behauptet. Also etwas, das allen Menschen, entweder ganz privat, im Alltag und oder als Bürgerin, unabhängig vom Beruf, später einmal relativ unmittelbar nützen können soll. Zweitens und drittens sind Konzeptionen, die deutlicher darauf abheben, dass Schule eben auch qualifiziert, also Vorqualifikation für die Ausbildung zu Berufen ist oder dann für ein Hochschulstudium, Schule also auch auf die Arbeitswelt vorzubereiten hat, die ihrerseits durch Digitalisierung geprägt ist. Es geht dort auch ganz handfest darum, das Arbeitskräftepotenzial für Berufe im berühmten MINT- oder STEM-Bereich einfach hinreichend groß zu bekommen, was üblicherweise dann auch genderspezifische Bemühungen nach sich zieht, da die Zuneigung zu diesen Feldern anscheinend stark gegendert ist. Darunter würde ich dann nochmal unterscheiden wollen, wie mittelbar oder unmittelbar diese Berufsvorbildung durch stärkeren Einbezug des Digitalen in Schule und Unterricht selbst passieren soll. Es kann dabei nämlich einerseits darum gehen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien oder sogar Programmieren für alle SchülerInnen gefordert wird. Andererseits wird auch argumentiert, man müsse eben die theoretischen Grundlagen des Digitalen erfassen können. Und da käme man letzten Endes irgendwie dann auch auf die Mathematik. Katja Lengning hat uns dann letztes Jahr ein Konzept algorithmischer Mündigkeit vorgestellt. Das würde ich mal unter so eine Klasse von Bildungskonzeptionen subsumieren wollen, die sowas wie Critical Literacy für Digitales und Digitalisierung anstreben wollen. Also eine nicht rein pragmatische digitale Grundbildung, die einem bloß digitale Kompetenzen vermitteln will, sondern eine, die mit Digitalisierung mitgemeinten Transformationsprozesse in der Gesellschaft eben selbst zum Bildungsgegenstand macht. Während man Spurenelemente aller vier genannten Konzeptionen auch in den politischen Strategiepapieren finden kann, kommt die fünfte dort nicht vor, nämlich Business as usual oder Aussitzen. Das wäre die Position, dass man auf Digitalisierung am besten dadurch reagiert, dass man eben nicht agiert. Das klingt jetzt banal. Aber das ist eine ganz interessante und meinem Eindruck auch unter Lehrpersonen gar nicht so wenig weit verbreitete Position. Interessant schon deshalb, weil sich dort auch scheinbar eher reformpädagogisch bewegte Pädagoginnen offenbar genauso einfinden können, wie es stockkonservative Mathematiklehrende in technischen Studiengängen an Fachhochschulen können. Doch genug der Frotzelei, schauen wir mal, was die deutsche Bundesregierung hochoffiziell zur Digitalisierung bzw. digitalen Bildung verlautbart hat. Die Bundesregierung will, dass alle Menschen die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Sie sollen den digitalen Wandel selbstbestimmt mitgestalten und verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen können. Deswegen müssen wir in die digitalen Kompetenzen der Menschen investieren. Dafür werden wir in allen Bereichen mehr Angebote bereitstellen und unser Bildungssystem noch stärker auf das digital geprägte Leben, die digitale Arbeits- und Wirtschaftswelt und die digitale Wissensgesellschaft ausrichten. Ich bin heute mal ausnahmsweise ungewohnt freundlich. Als Advocatus amici will ich hier zunächst mal festhalten, dass diese Willensbekundung in der Tat Minimalanforderungen an ein Bildungskonzept genügt, wenn nämlich gefordert wird, dass alle Menschen den digitalen Wandel selbstbestimmt mitgestalten und verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen können. Es handelt sich durch den zweiten Absatz dann erkennbar um ein pragmatisch qualifizierendes Bildungskonzept. Es geht nämlich zuvorderst um den Aufbau von Kompetenzen, die vermeintlich in der digitalen Wissensgesellschaft gefordert sind. Auffällig ist, dass hier und an vielen Stellen des Papiers zwar davon gesprochen wird, dass schulische Bildung sich wegen der Digitalisierung verändern müsse, damit man dann außerhalb von Schule besser mit der Digitalisierung zurechtkäme.
Digitalisierung als pädagogische Chance an sich, also weil man Ziele, die ohne Digitales eh auch wichtig gewesen wären, jetzt irgendwie anders oder besser erreichen könnte, die kommen hier nicht vor und bleiben auch sonst in den beiden hier genannten Papieren sehr, sehr spärlich. Weil ich heute ja nicht so auf Krawall gebürstet bin, entschuldige ich das mal mit dem deutschen Bildungsföderalismus, denn im Digitalpakt Schule läuft das ja darauf hinaus, dass der Bund quasi Kohle, Hardware und Cloud bezahlt und die Länder sind dann pädagogisch zuständig und sollen es in der Lehrerbildung richten. Mit der Referenz auf die digitale Wirtschafts- und Arbeitswelt zeichnet sich auch bereits ab, was auch den Rest dieses Papiers durchzieht, nämlich dass Digitalisierung in der Schule sehr deutlich auch als Berufsvorqualifikation für eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt gesehen wird. Woran ja jetzt auch erstmal nichts Verwerfliches ist, was aber bei einer so eher an idealistischen Bildungstraditionen anhängenden Menschen sehr schnell dazu führt, dass die so zusammenzucken und es dann zur Abwehrreaktion kommt. Die Strategie der Bundesregierung modifiziert mit Blick auf die Bildungskonzeption allenfalls moderat etwas, was man schon 2016 im Strategiepapier zur Bildungsoffensive Digitale Wissensgesellschaft lesen konnte. Wobei man bis 2020 vielleicht sogar etwas Kreide gefressen hat, denn 2016 hieß es zwar auch, dass Bildung ungeachtet der digitalen Transformation bedeuten muss, dass Jugendliche wie Erwachsene selbstbestimmt und verantwortungsvoll handeln können. Es geht dann aber direkt im nächsten Satz schon um Qualifikationen für die Arbeitswelt. Und direkt danach um die Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, wo dann jetzt vielleicht doch nicht jeder aus dem pädagogischen Milieu so zuallererst dran denkt, wenn er das Wort Bildung hört. Und jetzt spiele ich kompensatorisch gleich wieder Advocatus Amici, bin also freundlich und betone, dass dieses Papier an sehr prominenter Stelle hervorhebt, dass in dem Maße, in dem Routinefähigkeiten automatisiert werden können, die Bedeutung kreativer und sozialer Fähigkeiten zunehme. Das ist hier ganz beinhart ökonomisch gedacht. Wenn demnächst viele einfache Routinetätigkeiten durch Roboter und andere Automaten und Algorithmen übernommen werden, wir aber weiter irgendwie alle Menschen in Lohn und Brot halten wollen, dann müssen wir halt zusehen, dass die in den letzten Bastionen der Menschen, dem Sozialen und der Kreativität, da müssen die Menschen dann vor allem etwas weiterbringen. Gleichzeitig soll das hier natürlich auch die PädagogInnen in uns ansprechen, die von jeher ja erklärtermaßen die geistigen Kräfte des Menschen wecken wollten, ihre Kreativität fördern und ihn zum sozialen Wesen entwickeln lassen wollten. Und auch wir als MathematikdidaktikerInnen könnten uns angesprochen fühlen, die wir vielleicht Mathematik für eine kreative Betätigung halten, die wir eben aus diesen Fängen der Aufgabendidaktik und der unverstandenen Rechenprozeduren zu befreien versuchen und das schon seit ungefähr 50 Jahren. Oh, jetzt geht gerade meine Kaffeemaschine aus. Wird das nun alles leichter werden durch die Digitalisierung? Man darf sehr skeptisch sein. Meines Erachtens werden die Herausforderungen eher größer, was ich im Folgenden anhand von 7 Thesen entfalten möchte und mich etwas pacen muss, um diese 35 Minuten einzuhalten. These 1. Die organisierte deutschsprachige Fachdidaktik Mathematik rahmt digitale Bildung überwiegend als Problem der Potenziale und Grenzen digitaler Medien und Werkzeuge für fachspezifisches Lehren und Lernen. Im politischen Diskurs spielt das bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Das ist jetzt erstmal eine Feststellung und gar nicht unbedingt als Kritik gemeint, dass sich die Bundesregierung jetzt nicht mit der Frage auseinandersetzt, ab welchem Schuljahr man DGS oder CAS sinnvoll einsetzen soll und wie das Lernen von Geometrie oder Algebra dadurch verändert wird. Das ist ja an sich nicht weiter verblüffend. Und dass es umgekehrt den MathematikdidaktikerInnen in erster Linie um das Lernen von Mathematik geht, das ist ja auch nur recht und billig. Es besteht aber doch die Gefahr, dass man bezüglich der Digitalisierung so aneinander vorbeiredet,
beziehungsweise dass es zu Zielinkongruenzen kommt, die potenziell dann auch Zielkonflikte bedeuten können. Aber zunächst bin ich euch und Ihnen noch einen Beleg für die These überhaupt schuldig. Zur Hälfte, nämlich bezüglich der Politik, sehe ich das schon als weitgehend erledigt an. Digitalisierung in der Schule soll für die Politik auf Digitalisierung in Gesellschaft und Arbeitswelt vorbereiten. Das ist dann nicht in erster Linie als pädagogische oder didaktische Maßnahme gedacht. Sie ist pädagogisch zu gestalten, wie insbesondere das Bildungsministerium in seinem Papier nahelegt, aber sie ist keine pädagogische Maßnahme als solche. Dass sie unabhängig von der Digitalisierung außerhalb von Unterricht einfach nur pädagogische Potenziale digitaler Medien und Werkzeuge für etwas erschließen sollte, was auch unabhängig von der Digitalisierung Bedeutung hätte, das spielt in der Politik nicht wirklich eine Rolle. Die von der GDM 2017 als Reaktion auf dieses Papier Digitale Wissensgesellschaft veröffentlichte Stellungnahme macht hingegen schon im Titel ganz unmissverständlich klar, dass die GDM Digitalisierung zuvorderst als pädagogische Maßnahme versteht. Sie begreift diese als, ich würde etwas spöttisch sagen, vielleicht letzte Chance für den fachdidaktisch reflektierten Einsatz digitaler Werkzeuge. Dieser Eindruck erhärtet sich in den zentralen Talking Points des Papiers. Digitale Kompetenzen seien, um spezifische Kompetenzen für ein gelingendes fachliches Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu erweitern, ist der erste Talking Point. Man müsse zweitens Qualitätsstandards für digitale Bildungsmedien, da geht es wohl insbesondere auch um die Open Educational Resources, die man immer so ein bisschen als Konkurrenz und viel populärer als die eigenen Hervorbringungen betrachtet. Also diese Bildungsmedien, dafür muss man Qualitätsstandards entwickeln und diese müssen eben die Analyse der Potenziale und Grenzen für ein fachspezifisches Lehren und Lernen betreffen. Man müsse digitale Medien zudem in Prüfungen verbindlich zulassen, wenn man sie in Lernsituationen wolle. Das fällt hier etwas aus dem Rahmen, das kommt dann nochmal als eigene These. Schließlich müsse die Maxime lauten, der Einsatz digitaler Medien für den Fachunterricht ist immer auch daran zu messen, inwieweit er den verständigen Zugang zu mathematischen Begriffen und Verfahren befördert oder festigt. Wäre das Ganze jetzt ein Deutschaufsatz und das Bundesministerium so eine gestrenge Lehrperson, so wäre aus meiner Sicht nicht völlig auszuschließen, dass diese Lehrperson Thema verfehlt 6 daran notiert hätte. Jedenfalls ist ein eigentümlicher Unwillen oder ein Unverständnis dafür spürbar, dass es der Politik um Digitalisierung als Bildungs- und Qualifikationsinhalt eigenen Rechts geht und eben nicht nur als Unterrichtstechnologie zur besseren Erreichung ohnehin bestehender fachlicher Ziele. Darum geht es in diesem Papier, also um das Digitale als Bildungsinhalt, aber allenfalls in diesem Wörtchen auch im letzten Satz. Wie gesagt, man kann das inhaltlich und strategisch sogar verstehen. Man sucht sich als Mathematikdidaktik eine Nische, aber potenziell kann das sehr konfliktbehaftet sein, denn man segelt hier so ein bisschen unter falscher Flagge, beziehungsweise versucht etwas in die Digitalisierungsstrategie hereinzulesen, was in dieser eben explizit gar nicht drinsteht. Ich komme zu These 2. Nicht nur, aber insbesondere die organisierte deutschsprachige Fachmathematik und die organisierte deutschsprachige Mathematikdidaktik haben deutlich divergierende Einschätzungen dazu, in welchem Maße im Mathematikunterricht durch den Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge Routinefähigkeiten automatisiert werden können bzw. sollen und die Bedeutung kreativer sozialer Fertigkeiten zunimmt bzw. zunehmen soll. Hier würde ich mit Blick auf die gerade präsentierte Stellungnahme die Position der organisierten deutschsprachigen Fachdidaktik nämlich so sehen, dass diese eher geneigt ist, den Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge als Chance zu begreifen, besseren Mathematikunterricht zu machen. Und das heißt jedenfalls teilweise, dass als tendenziell stupide empfundene, oft mit wenig Verständnis verbundene Einpauken von Routineverfahren, die insbesondere CAS-fähige Geräte in aller Regel nahezu vollständig übernehmen könnten, dass das zu reduzieren ist
um vermeintlich mehr einsichtsvolles und kreatives Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Wie sieht das nun die Deutsche Mathematikervereinigung? Der besondere Spin der DMV liegt darin, Mathematik als theoretische Grundlage der Digitalisierung, also gewissermaßen als Betriebssystem der Digitalisierung einzuführen. Auf lange Sicht sei nur der digital kompetent, wer eben diese Grundlagen versteht. Ein solches Verständnis der Grundlagen stelle sich aber nicht schon durch den Gebrauch digitaler Medien ein. Dieser sei allenfalls ergänzend sinnvoll. Und jetzt wird es spannend. Nach Erfahrung der überwältigenden Mehrheit der Mathematikerinnen und Mathematiker weltweit sind Tafel, Papier und das direkte Unterrichtsgespräch meist viel besser geeignet, sich diese Grundlagen zu erarbeiten. Halten wir kurz inne. Ich würde diese Passage so interpretieren. Die DMV vertritt hier die Position, dass Digitalisierung zwar die Bedeutung der Mathematik, nämlich als deren Betriebssystem, erhöhe, setzt sich also mit dem auseinander, was zum Beispiel bei Gellert und Jablonka Mathematization heißt. Die DMV glaubt aber offenkundig nicht daran, dass Digitalisierung den Bedarf an mathematischen Kompetenzen so verändern würde, dass irgendwo dann auch weniger oder andere Kompetenzen etwa im Routinebereich erforderlich wären. Das wäre der Prozess, der bei Gellert und Jablonka De-Mathematization heißen würde. Was meine ich damit? Etwa auch Hans-Werner Heimann hat ja in seiner Bildungskonzeption argumentiert, dass der zunehmende gesellschaftliche Rückgriff auf Mathematik noch nicht notwendig dazu führt, dass jeder Einzelne von uns in seinem Alltag mehr Mathematik beherrschen müsste. Was uns die DMV hier verkaufen möchte, ist die Argumentation, dass derjenige, der zum Navigieren nicht mehr die Karte benutzt, sondern ein GPS, zwar unter Umständen weniger mathematische, in diesem Fall das räumliche Vorstellungsvermögen betreffende, Kompetenzen abrufen muss, man aber langfristig eben nur mathematisch kompetent sei, wenn man auch verstehen würde, wie so ein GPS auf ganz basaler mathematischer Ebene arbeitet. Und zwar wirklich alle Menschen, nicht nur die technisch Begabten und Interessierten, wie uns der letzte Satz noch einmal ganz deutlich verklickern möchte. Das führt mich nahezu unmittelbar zu meiner dritten These. Jetzt muss man wirklich ein bisschen speeden. Es ist fraglich, ob Mathematik als Betriebssystem des Digitalen ein für allgemeinbildenden Unterricht überhaupt redliches Unterrichtsbildungskonzept ist und nicht eher digitales Trittbettfahrertum darstellt. Das ist vielleicht nicht die ganz feine englische Art, der DMV jetzt Unredlichkeit zu unterstellen, aber de facto scheint mir das, was die DMV da denkt, nicht redlich an allgemeinbildenden Schulen umsetzbar. Roland Fischer hat einmal in einem Text sehr schön ausargumentiert, dass fachliches Wissen in vielen Fällen zu prinzipiell ist, als dass sich daraus dann schon Handlungsleitungen oder Kompetenzen für das Alltagsleben unmittelbar ergeben könnten. Dass etwa diejenigen, die die Grundlagen der Mechanik verstanden haben, dann quasi automatisch die vorausschauenderen AutofahrerInnen werden, das ist eben gar nicht gesagt. Analog könnte man jetzt hier zuspitzen, das, was sich mit vertretbarem Zeitaufwand den SchülerInnen etwa in der Schule zur Zahlentheorie beibringen kann, wird wohl eher nicht dazu führen, dass diese Schülerinnen dann so viel von Kryptographie oder Cybersecurity verstehen, dass sie dann auch alle ganz brav bei Amazon die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Das ist Unsinn. Deutlich redlicher wäre ein klares Bekenntnis zur Qualifikationsfunktion des Unterrichts, wie es sich in den politischen Strategiepapieren finden lässt. Wegen der Digitalisierung brauchen wir tendenziell mehr Menschen, die im MINT-Bereich arbeiten, und diese Leute bekommen wir anscheinend nur in vertretbarer Zeit ausgebildet, wenn die Schule die hinsichtlich gewisser mathematischer Verfahren fit gemacht hat. Alternativ könnte die DMV auch ein Bildungskonzept verfolgen, das schlicht Mathematik als Kulturleistung eigenen Rangs ansieht,
und dem halt schon ein Potenzial zur Bildung des Menschen zugesteht. Was hier aber gemacht wird, die Mathematik via das digitale Allgemeinbilden verkaufen zu wollen, das halte ich für ganz, ganz schwierig. Einfach zu proklamieren, dass Mathematik nur deswegen, weil sie Betriebssystem der Digitalisierung ist, jetzt automatisch mehr bildet, weil mehr Mathematik in der Welt verbraucht wird, das halte ich halt für nicht wirklich redlich. Keine Sorge, aus ausgleichender Gerechtigkeit haue ich jetzt in den letzten, ich hoffe, ich darf noch 5 Minuten erzählen, auch wieder auf die Mathematikdidaktik hin. These 4, der Status digitaler Werkzeuge in Abschlussprüfungen ist Kulminationspunkt eines gestörten Verhältnisses der organisierten deutschsprachigen Mathematikdidaktik zum Rechnen und zur real existierenden Praxis des Mathematikunterrichts. Das ist natürlich fast noch frecher, wenn man jetzt quasi den eigenen Kolleginnen Gestörtheit unterstellt, wobei ich ja irgendwie auch dazugehöre. Ganz so arg ist das auch nicht gemeint. Ich bezeichne ja jetzt nicht uns als gestört, sondern ich meine, in diesem Herumlavieren um den Status der digitalen Hilfsmittel, insbesondere in Abitur- oder Maturaprüfungen, da meine ich eine Störung zu erkennen, die sich in diesem Spannungsfeld unseres Verhältnisses zum Rechnen einerseits und zur Praxis des Mathematikunterrichts andererseits manifestiert. Was ich nämlich nicht wirklich gut verstehe und in entsprechenden Stellungnahmen und Papieren für eher windig, wenn überhaupt argumentiert empfinde, ist der Umstand, dass dieselben Menschen einerseits einen verbindlichen Technologieeinsatz in Prüfungen verlangen, weil er ja sonst in Lernsituationen nicht vorkommen würde. Erste Stellungnahme da oben. Dann aber 2019 in ein zentrales gemeinsames Papier mit der DMV und MNU hereinschreibt, es bräuchte eine deutschlandweit einheitliche hilfsmittelfreie Prüfung, die sich auf das Wissen und Können der Sekundarstufe 1 beziehe. Wenn es so wäre, dass die digitalen Werkzeuge und Medien so ein großer Segen für das Lehren und Lernen von Mathematik sind, warum muss man dann einerseits die Lehrpersonen zum Einsatz dieser Werkzeuge dadurch natschen, dass man sie in einem Teil der Prüfung vorschreibt, während man dann aber gleichzeitig auch die Schülerinnen wieder an die Kandare nehmen muss, dass sie doch bitte das Wissen und Können von der Unterstufe auch am Ende der Oberstufe noch wieder technologiefrei reproduzieren können? Da stimmt offenkundig irgendetwas nicht. Beziehungsweise bin ich vielleicht einfach zu blöd und mir müsste das jemand mal genauer erklären. Meine Erklärung packe ich in eine weitere These. Ich sehe zu, jetzt wirklich schnell zum Ende zu kommen. These 5. Die Praxis des Mathematikunterrichts bleibt in der Breite und sehr konstant durch Mechanisierung und Routine geprägt, die im Zweifel, der im Zweifel auch vor Einsicht Vorrang gegeben wird, dieser Mechanisierung und Routine. Und Mathematikdidaktik ist offenbar nur sehr bedingt bereit, sich mit der These der Funktionalität dieses Umstands auseinanderzusetzen. Jetzt mögen Sie einwenden, aber wenn das stimmt, wozu würde es dann einen hilfsmittelfreien Prüfungsteil geben müssen? Ganz einfach, weil in der Praxis der Technologieeinsatz in der Breite anscheinend nicht dazu führt, dass jetzt die Dinge verständnisvoller und nachhaltiger gelernt werden. Sondern anscheinend führt es eher dazu, dass Aufgaben, bei denen etwas früher händisch zu rechnen war, jetzt durch Aufgaben ersetzt werden, wo man halt etwas in einen Computer eintippen muss. Der Mathematikunterricht entwickelt sich mit oder ohne Computer offenbar in der Breite eben nicht in die Richtung, in die die Didaktik sich das wünscht. Nämlich er entwickelt kein erhebliches intrinsisches Interesse daran, dass wirklich einsichtsvolles Lernen stattfindet, sondern scheint daran interessiert zu sein, den Großteil der SchülerInnen dahin zu bringen, einigermaßen sicher Prozeduren reproduzieren zu können, die korrekte Ergebnisse liefern. Das geht aber mit oder ohne Computer, das ist vollkommen wurscht. Mir scheint nur sehr wenige in der Mathematikdidaktik sind bereit, diesen Umstand nicht nur als Versagen der Praxis, sondern als unter Umständen funktional anzuerkennen. Hier würde ich etwa David Kolosche nennen wollen, mit dem man fragen könnte, darf man es vielleicht sogar als mathematisch bildend denken, dass die Heranwachsenden im Mathematikunterricht
eben nicht nur die Kraft der eigenen Erkenntnis erleben, sondern dass sie auch ganz bewusst erfahren, dass das Befolgen von Regeln, die man gar nicht völlig geistig durchdrungen hat, sehr wohl zu insgesamt sehr produktiven Ergebnissen führen kann. Und wenn einem das zu hart ist, könnte man immerhin noch mit Ralf Wiechmann fragen, ob die Mathematikdidaktik der letzten 20 Jahre sich vielleicht etwas zu wenig mit dem, wie er es nennt, Können als a priori des Verstehens auseinandergesetzt hat. Vielleicht waren wir als MathematikdidaktikerInnen zu euphorisch, wie viel Routine und Rechnen man auslagern kann, um dann dem Modellieren, dem Entdeckenlassen, der Reflexion den ohnehin wichtigen Raum im Mathematikunterricht zu geben, wie wir uns das wünschen. Da die Zeit jetzt wirklich ans Ende kommt, kommen die letzten zwei Thesen schlicht simultan. These 6, soziale Implikationen digitaler Lehr-Lern-Arrangements spielen in der deutschsprachigen Mathematikdidaktik bis heute kaum eine oder eine sehr randständige Rolle. These 7, ob so etwas wie Critical Digital Literacy ein ausreichend konsensfähiges, hinreichend gehaltvolles und praktisch realisierbares Alternativ- oder Komplementärprogramm für den Mathematikunterricht ist, darf wohl weitgehend noch als ungeklärt gelten. Ganz kurz These 6. Diejenigen, die sich etwa wie Michael Sertl mit der Soziologie des Unterrichts im Gefolge von Basil Bernstein auseinandergesetzt haben, haben wiederholt davor gewarnt, dass offene Lernformen, die mehr Verantwortung für den Lernprozess an die Lernenden übergeben, sozial eben nicht neutral sind, sondern einseitig Kinder der Mittelschicht und höherer Schichten bevorzugen, weil diese im Elternhaus eine andere Unterstützung der Lernautonomie erfahren und mit den Anforderungen eines solchen Unterrichts besser klarkommen. Versteht man Digitalisierung als auch als die Idee, künftig den informationsvermittelnden Teil des Unterrichts eher in die Eigenverantwortung der Lernenden zu geben, die schauen sich da halt so ein interaktives Video an, so ist dies sicherlich nicht sozial neutral. Diesem Umstand ist schon bei der um sich greifenden Arbeitblattisierung des Mathematikunterrichts wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden und ich habe den Eindruck, dass das mit der Digitalisierung nicht viel besser geworden ist. Zu These 7, hier mache ich ein Cop-out und gebe eine sehr dringende Leseempfehlung. Ideological Roots and Uncontrolled Flowering of Alternative Curriculum Conceptions von Uwe Gellert und Eva Jablonka. Der Text arbeitet nämlich sehr nachvollziehbar heraus, mit welchen prinzipiellen Problemen es Konzeptionen kritischer mathematischer Bildung zu tun haben. Nahezu alles davon lässt sich eins zu eins auf solche Konzepte übertragen, die sich um kritische digitale Bildung oder sowas wie algorithmische Mündigkeit kümmern wollen. Meine grobe Einschätzung wäre, dass solche Konzepte für eher traditionelle Bildungsvorstellungen zum Mathematikunterricht eher keinen Ersatz darstellen, sondern allenfalls ein zu berücksichtigendes Komplementärprogramm. Aber das ist vielleicht auch gar kein Beinbruch und damit höre ich jetzt auch wirklich auf und sage noch, dass man die Folien und die Bibliografie auch im Internet findet und jetzt beende ich gleich die Freigabe und sehe sie wieder und hoffe, es ist noch irgendwer da, der mir zugehört hat. Okay, das war's.